Ohios wüstes Land, durch seinen weißen Hut bekannt. Wer ist das, der da reitet? Wenn's im wilden Westen kracht, ist er es, der als letzter lacht. So schnell wie er zieht nämlich keiner. Er trifft hier nirgends eine Person. Nie ist jemand am Telefon. Für unseren Cowboy, arm und einsam. Vor niemandem fürchtet sich der Mann. Wovon der Dortenplan ein Liedchen singen kann. An ihn kommt keiner ran. Ich werde verlieren, sagen Sie? Ich, Ulysses S. Grant? Ich habe noch nie eine Wahl verloren. Tut mir leid, Herr Präsident, aber die neuesten Umfragen sind katastrophal. Sie müssen schon ganz was Ausgefallenes tun, um in der Wählergunst wieder ein Stück nach oben zu kommen. Ausgefallen? Vielleicht eine neue Steuersenkung? Oh, ich fürchte, das haben wir schon viel zu oft gemacht. Nein, es müsste schon was Exotischeres sein. Sie verstehen, Herr Präsident. Hatschi! Gesundheit. Nicht doch, Sir. Ich spreche von Ernst Hatschi, ein Reporter und begnadeter Schreiber. Er arbeitet für die Wildwest-Trompete. Sein Blatt hat ihn nach Mexiko geschickt. Er sollte einen Artikel über Springbohnen schreiben, ist aber leider zwischen die Fronten des Bürgerkriegs geraten. Ha! Es geht nichts über einen ordentlichen Bürgerkrieg! Dabei wurde Hatschi gefangen genommen vom Anführer der Rebellen El Coyote. Den befreien wir. Das steigert meine Popularität ins Unermessliche. Setzen Sie die Kavallerie nach Mexiko in Bewegung. Ich glaube nicht, dass die mexikanische Regierung eine Invasion so einfach hinnehmen wird. Die gehen ja so weit zu behaupten, es gäbe gar keinen Bürgerkrieg. Die Operation sollte von einem Geheimagenten durchgeführt werden, der diskret, aber effektiv arbeitet. Für mich kommt da nur ein Mann in Frage, Herr Präsident. Ich lese dir mal Hatschis letzten Artikel vor, Jolly. El Coyote und seine Männer tauchen mich jeden Tag in Olivenöl, erste Pressung. Dann brutzeln sie mich in der Sonne an einen Pfahl gebunden. Ich weiß nicht, wie lange ich diese Qualen noch aushalten werde. Ich hoffe, wir kommen nicht zu spät. Wir kämen sehr viel schneller voran, wenn diese blöde Töle mit ihrem Gejammer uns nicht aufhalten würde. Ich komme mir vor, als laufe ich über einen Toaster. Was hatte ich dir gesagt? Bleib lieber zu Hause. Wenn man will, dass er da bleibt, muss man ihm sagen, dass er mitkommen soll. Er wird doch wohl... Oh nein, das wird er nicht wagen. Ich nehme alles zurück. Er hat es gewagt. Warum werden nur alle Probleme auf meinem Rücken ausgetragen? Ochitalcoatzingo. Glaubt man dem Schreiberling, ist das der Ort, an dem El Coyote und sein Intimfeind General Garnache wohnen. Hey, Perico, das ist meine Hängematte. Raus mit dir! Vergiss es, ich liege gerade so bequem. Hör zu, du wirst mir nicht mehr in die Quere kommen, Perico. Hallo, Dolores. Dolores, dein Mann fuchtelt hier mit seinem Revolver herum. Du sollst meinen kleinen Bruder nicht ärgern. Du weißt doch, wie sensibel er ist. Fett und faul, aber sensibel? Der weiß doch nicht mal, wie man dieses Wort schreibt. Ach, halt's Maul, mach du deinen Rundgang. Und du, mein lieber kleiner Bruder, du machst dein Nickerchen. Ich soll meinen Rundgang machen, ja? Na gut, dann geh ich eben mal einen trinken. Manuel, einen Kaktussaft, aber einen doppelten. Wenn man Hatschi Glauben schenken darf, hat es heftige Schießereien in Ochitalcoatzingo gegeben. Komisch ist nur, dass man keine Einschusslöcher sieht. Das Ganze ist nur malerisch verkommen. Möglicherweise sind wir im falschen Ochitalcoatzingo. Endstation. Ich freue mich immer wieder, dass er mich so mag. Hallo, Leute. Howdy, Amigos. Könnt ihr mir vielleicht sagen, wo ich General Garnache finde? General Garnache? Na, hast du das gehört, Treffe? Ihr fragt nach unserem General Garnache. Ich bin Garnache, Senior. Bis zum General habe ich's noch nicht gebracht. Ich bin ein simpler Polizist. Na und wie simpel? Ich verstehe wirklich nicht, was daran so komisch sein soll. Ich zeig euch jetzt mal einen Trick, den ich von einem Zwergspitz gelernt habe. Mann, der war vielleicht spitz. Ich bräuchte dafür ja einen Hundekuchen. Na, mit dem Stein, da wird's auch gehen. Alle hopp! Klasse Trick, nicht wahr? Ich weiß nicht. Der Stein, den du verschluckt hast, war aus einem Esel rausgefallen.
Sie dürfen es mir glauben, Senior Luke. In Hotchitaikuzingo hat es noch nie eine Schießerei gegeben. Und einen, den man El Coyote nennt, gibt es auch nicht. Hier steht's schwarz auf weiß. Perico Felipe Algoroba, auch bekannt unter dem Namen El Coyote, dessen skrupellose Brutalität und Wildheit nur noch von seinen taktischen Geistesblitzen übertroffen wird. Stimmt das nicht? Nein, Senor, damit kann Perico Felipe Algoroba unmöglich gemeint sein. Ich müsste das wissen, er ist mein nichtsnutziger Schwager. Ein fauler Hühnerdieb, der in meiner Hängematte pennt und meine Tortillas frisst. Und wir nennen ihn nicht El Coyote, sondern El Burrico. Das heißt der Esel. Sagen Sie bitte, ist vor kurzem ein Gringo durch die Stadt gekommen? Ah ja, sie, ein mickriger kleiner Kerl, dem der Schweiß in Strömen runterlief. Manuel hat ihm sogar seine exquisite Springbohnensammlung gezeigt. Wissen Sie auch, wo er hin wollte? Sie, er wollte in den Nachbarort Hermosilla, ins Hotel Los Tres Caballeros. Ich weiß, dass er da wohnt, weil nämlich die Nichte meines Schwagers mit dem zweiten Cousin des Onkels des Hotelportiers verheiratet ist, der auch der Sohn meines Opas mütterlicherseits... Alles klar, Amigos, vielen Dank. Ihr habt mir sehr geholfen. Wenn ich Glück habe, finde ich Herrn Hatschi noch vor Sonnenuntergang. Dolores, die Gringo-Zeitung hat etwas über mich geschrieben. Jei. Ohne einen Bissen Essen zu kriegen, sitze ich den lieben langen Tag bei dieser erdrückenden Hitze in dieser winzigen Hütte hier. Ohne einen Schluck Wasser. Ich wedle nur noch schwach mit den Händen, um die Fliegenschwärme zu verscheuchen, die auf meinen offenen Wunden sitzen. Trotzdem gebe ich nicht auf. Es ist meine Pflicht, zu überleben und der Welt die Wahrheit zu verkünden. Verkünden ist gut. Heute Abend ist es nun soweit. Alles ist für meine Flucht vorbereitet. Ich, der einfache Journalist Ernst Hatschi, werde im Triumph zurückkehren, empfangen von den vielen Lesern, die meiner Berichterstattung mit Begeisterung gefolgt sind. Schluss mit den Geschichten über Springbohnen. Keine Bewegung, Gringo. Dann passiert Ihnen auch nichts. Dann passiert Ihnen auch nichts, Senor. Perico Felipe Algoroba, auch bekannt als El Coyote, der furchtlose Bandito. Sie haben eine blühende Fantasie, Senor. Na, wenn ich eine blühende Fantasie hätte, hätte ich nicht so blöde Namen erfunden. Das spielt keine Rolle, Sie sind trotzdem ein Gefangener. Sí, Senor, es war Perico Felipe Algoroba, der den Gringo entführt hat. Ich würde ihn immer wieder erkennen. Die Nichte seiner Schwester ist mit dem zweiten Cousin meines Freundes Bernardo verlobt. Und dessen Onkel, ein Patenkind meiner Großmutter väterlicherseits. Ja, danke, hab verstanden. Mir scheint, dieser El Burrico ist doch mehr als nur ein Hühnerdieb. Rantanplan? Wo ist der blöde Köter denn schon wieder? Jolly, hab ich nicht gesagt, du sollst auf ihn aufpassen? Entschuldigung, ich bin ein Pferd und kein Hundesitter. Ich riech Wildputenfleisch. Es war eine Mutterpute, ein Riesenvieh. Sie hat ihre Eier verteidigt. Aber ich hab's ihm doch schon dreimal vorgelesen. Lies nochmal. Nach seinem kühnen Überfall auf die Grand Banco Nacional in Hotchitaikuzingo brauchte man nur noch den gefürchteten Namen El Coyote zu erwähnen und alles zitterte wie Espenlaub. Sein kühner Überfall auf die Grande Banco Nacional in Hotchitaikuzingo, das gefällt mir. Aber in Hotchitaikuzingo gibt es keine Bank. Die ganze Geschichte ist erfunden. Aber es gibt Estefans Gemischtwarenhandlung. Der Halsabschneider verlangt Wucherzinsen, wenn man anschreiben lässt bei ihm. Das ist genau wie auf einer Bank, oder? Warum bin ich nicht früher darauf gekommen? Wenn der nicht so blöd wäre, würde ich denken, der hat das absichtlich gemacht, damit er nicht laufen muss. Auf geht's nach Hotchitaikuzingo. Dort bricht in Bälde das totale Chaos aus. Und ich denke, es wäre für mich besser gewesen, wenn ich nie nach Mexiko gekommen wäre. Ende, ho!
auch, Esteban. Was ist denn mit dir los, El Burrico? Ist er bei dir in der Stabe locker? Nenn mich nicht mehr El Burrico, ich bin El Coyote, der legendäre Bandito. Gib mir dein Geld, verstanden? Du schreist ja laut genug, Coyote. Das ist leider alles, mehr habe ich nicht. Und du, wo willst du hin, Gringo? Ich wollte eigentlich nur nach dem Wetter gucken. 107 Pesos, so viel Geld habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Caramba! Gringo, mit deinen Ideen und meinem Revolver. Wird aus mir wirklich noch ein gefürchteter Bandito. Und das Beste kommt ja erst noch. Sie, Jefe, genau so hat er es gesagt. Senor Luke, glauben Sie, dass El Burrico tatsächlich all die schlimmen Dinge tun wird, die ihm in der Zeitung angedichtet werden? Jupp. Yep. Hier steht aber auch, dass El Coyote Postkutschen überfallen hat. Nur gibt es hier überhaupt keine Postkutschen, Senor. Jefe, dein Schwager hat mir eben meinen Heuwagen und meine zwei Esel geklaut. Jefe, Perico hat sich eben mit meiner Jauchepumpe vom Acker gemacht. Und hinter der Pumpe auf dem Wagen hat auch Dynamite gelegen. Seine kaltblütigste Tat war der Angriff auf das Gefängnis von Hotchi Taikozingo und die Befreiung der Gefangenen. Aber in Hotchi Taikozingo gibt es auch kein Gefängnis, Senor Luke. Dann sollten wir uns eins basteln, hm? Dann brauchen wir nur noch zu warten, bis El Coyote auftaucht. Hühnerstall. Das ist jetzt kein Hühnerstall mehr, Dolores. Das ist unser neues Gefängnis. Ich sag immer, glaub nicht alles, was in amerikanischen Zeitungen steht. Warum sagst du das, Manuel? Weil hier geschrieben steht, aber der grausame El Coyote fand seinen Meister in General Canache. Der General ist so mutig wie ein Löwe und schlau wie ein Fuchs. Niemals zeigt er ein Zeichen von Gnade oder Freundlichkeit. Bei dem geringsten Verdacht wirft der General selbst die unschuldigsten Männer ins Gefängnis. Richtig, der Schreiber trifft den Nagel auf den Kopf. Jetzt komm schon, mutig wie ein Löwe, du, vor jeder Maus würdest du davonlaufen. Und dann schlau wie ein Fuchs. Ich würde sagen, dumm wie eine Gans. Auch ins Gefängnis hast du noch nie jemanden geworfen, Jefe. Und nenn mich ja nicht nochmal Jefe. Ab sofort bin ich für jeden hier im Dorf General Ganache. Ich hab mich geirrt. Glaubt, was in amerikanischen Zeitungen steht, Leute. Langsam scheint's ernst zu werden. Egal, wo ihr Gringos auftaucht, ist der Ärger nicht mehr weit. Jefe, lässt du mich jetzt wieder raus, oder was ist? Ich muss doch wieder zurück in meine Kantine. Und wenn ich Soldat werde, wer kümmert sich dann um meine Laden? Silenzio, ihr seid rekrutiert. Und Achtung! Was soll denn das werden? Das geht's überhaupt nichts an, Senor. Ich sag's Ihnen, ich muss Coyote verhaften und stell gerade die Armee zusammen. Ihr beide seid die beste Truppe Mexikos. Vorwärts, Marsch! Links, nein, rechts, andersrum. Halt, Moment mal, was habe ich eben gesagt? Wie sagt man, gute Nacht, Marie, das Geld liegt auf der Fensterbank. Jetzt verstehen Sie es doch endlich, es gibt keinen Bürgerkrieg. Ich habe das alles nur erfunden, weil ich nichts über Springbohnen schreiben wollte. Ich wollte endlich ein weltberühmter Reporter sein. Das mag sein, aber alles, was Sie geschrieben haben, ist wahr geworden. Da sehen Sie es, Hotchi Taikozingo hat sein eigenes Gefängnis. Warum in drei Teufelsnamen habe ich nicht den Artikel über die Springbohnen geschrieben? Keine Panik, lieber Freund, El Coyote holt dich hier sofort raus. Ach, lass mich doch in Ruhe, Perico. Das ist heute einfach nicht mein Tag. El Coyote hab ich dich doch! Und da begreift der tapfere Bandito, er ist in eine Falle getappt. Ihr habt vergessen, dass meine unbarmherzige Brutalität nur noch von meinem senilen, hektischen Wahnwitz übertroffen wird. Genialer Geistesblitz, nicht Wahnwitz. Du darfst dein Gebet sprechen, Hombre. Oh, wie schön, wir spielen Stöckchen holen.
Sei nicht dumm, Rantanplan! Aber warum laufen Sie weg, wenn ich Ihnen das Stöckchen bringe? Komm her, mein Junge, hierher. Na komm schon. Gib mir das Dynamit. Ach, jetzt will er es plötzlich wieder haben. Ich geb's ihm aber nicht. Gut, mach was du willst. Ich geh erst mal was essen. Sagtest du eben was von Essen? Mein Magen knurrt ganz verdächtig. Hört mal, langsam habe ich die Nase voll. Los, jetzt lass mich endlich raus. Willkommen, Amigo. Du wirst es nicht bereuen, dass du dich verbündet hast mit El Coyote. Da hatte jemand zu viele Bohnen gegessen. Scheint so. Verrate mir mal, Gringo, was werde ich heute Wichtiges unternehmen? Woher soll ich das wissen? Inzwischen ist mir, als wüsste ich gar nichts mehr. Du weißt es genau, weil hier alles drinsteht. Lies vor. El Coyote hat eine ganze Wagenladung Sprengkörper für seinen letzten Großangriff auf Hojitaiko-Zingo gestohlen. Denn in dieser Schlacht will er General Kanache ein für alle Mal seine Überlegenheit demonstrieren. Manuel! Manuel, weißt du, wo ich Sprengkörper herkriegen kann? Tja, in der San Jose-Mission müsste noch Feuerwerkskörper von Frau Leichnam sein. Na wunderbar, ab heute nennt man dich hier nur noch El Gato, die Katze. Und du wirst mein stellvertretender Kommandeur der Rebellen. Den Namen hatten sie ihm doch gegeben, Gringo. Ja, so habe ich ihn wohl genannt, El Gato, richtig. Hätte ich doch bloß auf Mama gehört, dann wäre ich jetzt Zahnarzt. Hey, die Vase war ein Geschenk von Tante Rosa. Aber Dolores, wir bauen eine Barrikade. Bald findet eine Schlacht statt. Die Zeitung schreibt's ja schon, dass uns El Coyote angreifen wird. Wenn ihr euch wie die Vollidioten aufführen wollt, dann tut das meinetwegen. Aber ich werde zu verhindern wissen, dass die Vase flöten geht. Und das alles verdanken wir nur euch Yankees. Amigo home! Wenn es bloß täte. Hey, General, die haben wir in der Scheune gefunden. Wir dachten, dass wir sie vielleicht gut brauchen können. Oh, jetzt hab ich sogar noch Artillerie in meiner Armee. Ich sehe schon, ich muss mich da einmischen. Ich werde das mit ihrem Schwager klären, und zwar allein. Ich bin an allem schuld, weil ich Hachi retten wollte. El Coyote kennt die Wüste so gut wie seinen Hinterhof. Es können Wochen vergehen, bis sie den Kerl aufstöbern. Es ist doch viel einfacher, hier zu warten, bis er angreift. Männer, die Kanone am Ortseingang aufbauen. Und wo ist der General? Wenn du in unsere Stadt reinkommst, von welcher Seite kommst du? Na, von da, General. So einfach ist das. Der Ortseingang ist, wo man reinkommt, und der Ausgang, wo man wieder rausgeht, Capito. Moment mal. Manchmal komme ich aber auch von da rein und gehe dort wieder raus. Und ab und zu gehe ich da wieder raus, wo ich reingekommen bin. Hey, ihr habt ja so recht. El Coyote könnte vielleicht von hinten kommen. Gut, gut. Wir wollen die Kanone im Dorf lassen. Merkwürdig. Wenn ich Sie so reden höre, denke ich an Rantanplan. Du hast gerufen? Also folgendes. Wir beschießen die Hauptstraße von Hojitaiko-Zingo, dann greifen wir von... Wie es weitergeht, vergesse ich immer. Wie war das noch, Gringo? Die Kavallerie rückt mit lautem Donnergrollen? Richtig, von Ferne rückt die Kavallerie mit lautem Donnergrollen an und sprengt die Verteidigungslinien rund um die Stadt. Richtig! Ich kann's kaum erwarten, dass es losgeht. Perico, Vater Salvatore wird böse sein, dass du die Feuerwerkskörper geklaut hast. Wer leuchtet jetzt der Mutter Maria heim? El Coyote fürchtet weder Tod noch Teufel und den Vater. Tja, lieber Freund, in wenigen Sekunden wird die Schlacht um dieses Kuhkaff beginnen. Und sie wird genauso verlaufen, wie sie es in ihrem Artikel schreiben. Ach, da fällt mir übrigens ein, Sie haben nie erwähnt, wer gewinnt. Nein, warten Sie, verraten Sie es nicht. Ich lasse mich lieber überraschen. Man freut sich viel mehr, wenn es anderes kommt, als man gedacht hat, richtig? Sag ich doch. Oh, meine Güte, was sollen wir nur tun? Wir machen, was Perico sagt. Einem Narren mit so viel Raketen widerspricht man nicht. Es sind aber nicht viele Leute auf diesem Flohmarkt. Blöde Knallerei. Soldaten, der Feind ist dort oben.
so ist das jedes Mal. Man freut sich auf das Flohmarktfeuerwerk und ein Unwetter zieht auf. Sagen Sie es mir ruhig, wenn ich mich irre, Manuel. Aber machte die letzte Rakete nicht soeben Ihre Kantina platt? Feuer! General, das war dein Haus! Attacke! Basta, finito, jetzt reicht's! Dolores, ich bin es doch, dein kleiner, sensibler Bruder. Verschon mich bloß damit, ihr habt doch nicht mehr alle Tassen im Schrank. Säufer, Backelendes, Vollpelze, Stinktiere, undankbares, widerwärtiges Gesinde. Wartet, bis ich euch in die Finger kriege. Oh nein, welch ein Chaos und alles bloß wegen mir. Ich kann nicht einfach weg hier, ich muss den armen Menschen helfen. Na, besser nicht, sie haben schon genug Schaden angerichtet. Soll das heißen, dass Sie alles frei erfunden haben? Dass das alles eine gut ausgetüftelte Intrige war? Sie da, Sie sind entlassen! Mein lieber Hachi, machen Sie mir die Freude und werden Sie mein Wahlkampfleiter, ja? Sie sind wie gemacht dafür, habe ich nicht recht, Luke? Luke, wo zum Teufel steckt ihr denn wieder? I'm a bold, lonesome cowboy.